Und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Wo wir diese Folge, na wohl, mal gucken, wenn wir noch ein paar hundert Kilometer vor uns, mal gucken, ob wir das in der Folge schaffen, um Level, also 16 Level zu erreichen. Es fehlt so wenig. Warum aber haben wir es nicht eine kurze Strecke gesucht? Oh, fortsetzen. Nein, wir müssen eine Riesentour nehmen. Cool, ich meine, wir fahren auch noch mit der Fähre. Okay, wir fahren los. Das klaut auch noch ein bisschen Strecke. Aber. Und trotzdem noch, ja, garantiert mehr als 400 Kilometer. Und da wir nur so 400 Kilometer schaffen, ungefähr pro Folge, heißt es, ist echt die Frage, ob wir es in der Folge schaffen. Erstmal hier. La Mouquet. Ich glaube, wir machen nach der Folge wirklich Feierabend. Diese Hitze, also warm ist es ja nicht mehr, aber es ist so drückend. Paul-Wecker-Modi.
Raum nur noch 70. Also. Nein. Stimmt, manche Gegner sind ja die Tunnels immer weniger zugelassen, also viel weniger zugelassen als normale Strecken. Naja. So, jetzt auf den Schwer kommen wir wieder 80 bitten. Ja. Ich weiß, traurig ist ja auch, wie lange der LKW braucht, um 80 zu erreichen. Ha. Aber definitiv, dass er nicht gerade der stärkste ist. Gut, wir haben auch ein bisschen Gewicht auf der Achse, ne? Also immerhin 40 Tonnen, das ist schon was. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Geh bloß! Weil wieder abgebogen ist, Alter. Einfach so scheiße Physik. Ja, tanken müssen wir vielleicht auch noch. Ich meine, gut, laut der Anzeige, ne, also der Sprit reicht noch für 400 Kilometer. Oder? Nee. Wieso wird jetzt halt größer? Kann das sein, dass das unsere Trip-Distanz ist? Ja. Wir brauchen... Ach, hat er gar nicht. Na super. Ja. Immer ein. Warum auch was Wichtiges haben? Sag mal, die ganze Zeit, der Motor dröhnt die ganze Zeit so extrem. Ist hier was falsch eingestellt oder was? Audio. 50-50-50, wo ist Motor? Das ist eigentlich alles? Also 50%, also alles richtig. Der MBL hat einfach nur so einen scheißlauten Motor. Gibt's ja nicht. Nach links ab. Gut, schlafen müssen wir wahrscheinlich nicht. Können wir das auf der Fähre machen. Ob wenn es dann nach der Fähre wahrscheinlich wieder eine Nachtfahrt ist.
Okay, was war's für ein Lied? Biege nach rechts ab. Ey. Ach nee. Die Taste muss ich. War die falsche Taste. Bin zurückgesprungen statt vor. Welle hier, was denn los? Immer geradeaus. Vor allem meiner Möglichkeit ist es überhaupt nicht hilfreich, dass der Ventilator noch direkt mein Gesicht bläst. Und dementsprechend meine Augen dadurch austrocknen. Aber ohne Ventilator mit der Dämse wäre es mörderisch. Also die Folge mache ich jetzt noch und dann mache ich heute Feierabend. Morgen soll es vielleicht ein bisschen kühler werden. Mal gucken. Was hört ihr für Musik hier? Biege nach rechts ab. Geradeaus. Alle. Ich muss das nächste Kreuzzeug abbiegen. Ah.
Wehe, du bist rot. Biege nach links ab. Ja. Langsam wird unser Bett ganz voll. Aber wir sind quasi da. Aber ist doch grün. Danke. Gut, war noch nicht ganz grün, aber hey, das sind Details. Von hier kommt der Neandertaler. Das ist bestimmt so ein Kreuzworträtsel, wo du diese Buchstaben neu anordnen musst. Und dann kommt genau ein Neandertaler raus. Ich sag's euch, heute kommt echt funkige Musik, was ist los? Für eine Nachtfahrt. Oh, ist ja gar noch, ne? Oh, sieht aber echt nochmal aus, ne? Könnte ich in der Folge locker schaffen. Hä? Ja, man soll die andere doch lösen. Statt den Blinker einzuschalten. Das würde vielleicht helfen. Digga, schwitze wie Sau. Da sitzt er einfach nur am PC. Das ist doch verrückt. Neue Route finden. Ja.
der zweite Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Dann machen wir mal jetzt schon für diese Folge Feierabend. Und dann sehen wir uns morgen dann wieder. Ja, bis morgen.